sistemi qualcosa. Il resto al tema è dopo sti eventi che sono stati lì a fare i muri con i graffiti, no? Sono stati tre arresti della polizia, che di gente che era lì a gridare su questi muri illegali, ma prima hanno fatto graffiti su cose illegali, no? Sono stati arrestati. Poi è logico che la gente lo sente, non viene più a gridare sui muri che sono legali, perché lì la polizia sta guardando chi scrive che cosa, e dopo sanno. Per me sembra così. Poi sulla cosa dei skateboard davanti lì al Landhaus, no? Hanno fatto. Io anche in quei tempi ero lì col mio skateboard, ma anche adesso vado in giro col skateboard, ma noi eravamo lì perché il nostro posto sulla tavola era proprio rotto, non si poteva più andare. Poi eravamo lì perché andava bene, era bello lì, e poi quando noi abbiamo disturbato lì, dopo hanno fatto il nostro skate park alla tavola. Prima non era un cazzo. No, questo tema è interessante, il gusto di essere ribelli o comunque di fare delle cose tra virgolette proibite, non riusciremo a toglierlo dalla società, no? Mi viene in mente la frase in uno dei tanti film di Nanni Moretti: io starò bene sempre solo in una piccola minoranza. Come che secondo me, appunto, potremmo cercare mille volte di inquadrare dentro schemi, categorie. Se pensiamo come abbiamo iniziato la serata, la prima cosa che loro hanno detto: chi sono sti ribelli? Io sono qui, ma non sono il ribelle. Cioè, ogni volta che cerchiamo di scatolarlo, il gusto del ribelle se ne va. Questo mi sembra un... Scusi, siccome quel signore un poco più giovane di me ha detto la faccenda degli ideali, allora vorrei fare un cenno al fatto che forse i giovani esprimono disagio in tante maniere e che il disagio è molto più grosso, molto più grosso. Allora è sufficiente leggere tutti i giorni l'Alto Adige, l'Inter, eccetera, per far venire la depressione a chi non ce l'ha. Questa è una società senza futuro proprio perché non ha quattro ideali, 4, 3, 2, 1. Allora li vorrei dire in fila e non credo che siano cose che riguardano una generazione, sono finite, credo che siano proprio cose fondanti la natura umana. Allora, sarebbe sufficiente avere, parto dai politici ma considero classe dirigente chiunque dopo una certa età abbia qualche carico di qualche tipo, chiunque, anch'io, ecco. Allora, è mai possibile che ci siano una serie di persone incompetenti che guadagnano un sacco di soldi? Ma che esempio è? Che questi sono i modelli. Allora, un giovane ha un bivio davanti: o segue per esempio un suo desiderio di competenza professionale, questo è, mio figlio dice, il massimo degli ideali a 27 anni, essere bravo nella mia professione, non c'è altro. Poi va fuori Bolzano, tanto per parlare di Bolzano, e trova un mondo un po' diverso, e trova un mondo con uno slancio, con dei sogni, con delle speranze. Qui le strade sono veramente molto limitate, gli esempi sono veramente molto inquietanti, e quindi una classe dirigente dove raramente ci sono delle persone competenti che guadagnano il giusto. Uno dopo non sta bene se non guadagna 8.000 euro al mese, cioè è lo sfondo che è inquietante. Uno sfondo nel quale la competenza professionale passa in secondo piano, per esempio rispetto alle lobby che ho detto prima, è d'alcolismo, è inquietante. Difatti quegli stessi politici che fanno i loro teatrini vanno poi a bere, a tutto andare, e quindi il modello c'è già pronto. Io intendo però tutti i medici eccetera, non intendo soltanto i politici. Un'altra cosa inquietante è la separazione etnica, ma lì cosa ci vuole? Cioè ormai tra gli Erasmus, mica Erasmus, ma
si potrebbe fare qualsiasi cosa. Io non sono per la scuola bilingue e trilingue, basterebbe accorpare gli istituti, uno tedesco, un italiano, fare alcune attività in comune, eccetera. Basterebbe fare, ma che lo facciano loro, un'orchestra giovanile italiana, tedesca, turca, ladina, come hanno fatto a Berlino, c'è un documentario su questo. Queste cose dagli adulti non vengono, perché non so perché, ah sì, lo so perché, ma adesso non vengono, perché si gioca sulla visione etica. Dai giovani non vengono, perché non so perché, quindi sarebbero sufficienti due o tre ideali, la competenza professionale, non essere dei venduti. Se uno si accorge che non sa fare il suo lavoro e piglia 10.000 euro, si tira indietro. Uno dice, ma dov'è sta roba? Nel nord Europa, la politica come servizio, ci sono tanti posti nel nord Europa, che è questa. Basterebbero due o tre ideali, la competenza professionale, l'onestà, l'onestà intellettuale e l'onestà onestà, e un po' di apertura interetnico, è una parola che non sopporto perché l'etnia mi fa il nodo alla gola, un po' di mondo qui a Bolzano, un po' di idea, quello che succede a Vienna o a Milano, che uno si cerca gli amici in base alle affinità elettive, non in base al gruppo, al pollaio, tutti insieme, gli italiani con disagio in un angolino, eccetera. Allora vorrei dire che da 20 anni prendo soldi, la mia associazione, non io, per organizzare l'estate delle iniziative per ragazzini dagli 8 ai 14 anni, poi voglio venire a Capigna, italiani che rischi insieme. L'ho fatto solo perché prima o poi le istituzioni o qualcun altro se lo organizzasse per conto suo. Ho 63 anni e ancora non ci sono riuscita, perché ancora c'è il giochetto di italiani di qua, i tedeschi di là. Non bastano questi due o tre ideali, ma ne bastano un paio. La professione è che questo sia il mondo e non sia il luogo di due o tre pollai che si passano i soldi di generazione in generazione, stando attenti, perché il resto del mondo è peggio per certi aspetti, ma è anche meglio, basta andare neanche tanto lontano. Io ho detto quei ideali, Wir sind jetzt praktisch auch wieder zu den Werten zurückgekehrt. Wir haben auch in der Jugendstudie nachgeschaut. Wir haben auch eine Statistik hier. Dort kommt eigentlich heraus, dass ein Großteil der Jugendlichen eigentlich auf sehr traditionelle Werte sehr großen Wert drauf legen. Ich sage euch kurz die... Zum Beispiel eigene Familie mit Kindern geben 77% der Jugendlichen in Südtirol an als das wichtigste Lebensziel und den wichtigsten Wert, den sie verwirklichen möchten im eigenen Leben. Gefolgt dann von 46 mit Erfolg im Beruf und dann Welt kennenlernen, sicher einen Arbeitsplatz, eigenes Haus bei den 30%. Also das sind die großen Träume, die großen Ziele, die Jugendliche über die Jugendstudie versucht haben darzustellen. Vielleicht können wir hier auch bei Ihnen anschließen, was wollen die Jugendlichen in Südtirol, um sie einmal auch nicht als Rebellen einzuteilen und zu sagen, ein paar sind Rebellen und alle sind Rebellen. Vielleicht Peter, weil auch das Thema Alkohol kurz angesprochen wurde. Ich denke, man braucht es selber, was sie wollen. Ich glaube, was die Jugendstudie herausfindet oder alle Jugendstudien in Europa, auch die letzte Shell-Studie, ist, dass sie Anerkennung wollen, dass sie gesehen werden wollen, dass sie mitbeteiligt werden wollen, das sind die großen Themen. Und es geht um diesen Platz in der Gesellschaft zu finden und es geht nicht um riesengroße Themen. Oder ein Gefühl für sich selbst zu erhalten, bekommt man dann, wenn man von außen Stimuli bekommt, was wert zu sein. Und das wäre ein Leitmotiv nur für die Schule alleine. Nicht? Und solange Jugendliche Schule gehen und dort spüren, dass sie nichts wert sind, solange sie nicht irgendwas eintrichtern lassen und keine Beteiligung haben, dann wird sich das weiter wiederholen. Und ich denke, hier wartet also diese große Revolution von das, und das ist tatsächlich dann eine Revolution, wenn wir das Schulmodell von Maria Therese verlassen, das immer noch weiter in seiner Tradition fortgeführt wird, dann kann man mit diesem
neuen Gefühlswelten arbeiten. Aber letztlich geht es um Anerkennung in all seinen Facetten. Ja, ich möchte auch an das Thema anknüpfen. Zuerst ein Gedanke zum Wort Rebell. In der Definition war der Andreas Hofer und der Che Guevara genannt. Was mir an den beiden auffällt, das waren selbstsichere und eigenständige Menschen. Der eine war Rosshändler, also bei Seyertal, der Kontakte nach Italien hatte, der Wein verkauft hat und was ich weiß alles. Der Che Guevara, der war ein Arzt, war wahrscheinlich ein gefestigter, selbstsicherer Mann. Gehen wir in die heutige Zeit oder in unsere Jugendsituation, sind wir Jugendlichen gefestigt und selbstsichere Persönlichkeiten? Wird es von der Gesellschaft heute gefördert? Wir hören 8 Millionen Euro, die für die Jugendarbeit in Südtirol zur Verfügung stellen. Das schluckt man als Jugendlicher, wenn man vielleicht 300 Euro sich irgendwo zusammenleiht im Monat. Gut, es gibt schöne Stipendien, die es vielleicht weiter unten in Italien nicht gibt. Aber man schluckt trotzdem, wenn man 8 Millionen Euro hört. Und ich habe das Studium abgeschlossen und kenne die Situation meiner Kollegen, die zum großen Teil sagen, ich kann mir im Moment keine Arbeit, keine Wohnung leisten. Ich lebe bei den Eltern. Ich habe jetzt zwar eine Arbeit, wo ich sehr, sehr wenig verdient und die Chancen sind vielleicht irgendwann da eben, natürlich, das ist ein natürlicher Vorgang, wenn man als Jugendlicher in die Arbeitszeit einsteigt. Mir ist es bewusst, das geht langsam, aber es geht sicher sehr viel langsamer und auch um einiges schwerer als vielleicht vor 10 Jahren, vor 20 Jahren. Und ich glaube, um ein Rebell zu sein, und es wäre nötig, glaube ich, auch in der heutigen Zeit, Rebellion gegen gewisse Zustände, der Umgang mit den Alten, der Umgang mit psychisch Kranken, um einen Bruchteil der Probleme zu nennen, es wäre nötig, Rebell zu werden und zu bleiben, aber es braucht auch das Selbstwertgefühl und das sollte schon von der Gesellschaft und von der Politik gefördert werden. Und da muss man halt schauen, dass man zum Beispiel die Praktikanten nicht leer ausgehen lässt, sondern zumindest von den 8 Millionen, ich weiß nicht, vielleicht naiv, aber den Praktikanten der Generation Praktikum, das ist ein Thema, auch ein gewisses Selbstwertgefühl zugesteht und einen gewissen Optimismus in die Arbeitswelt einzusteigen. Und ja, dann vielleicht wird auch weniger getrunken und weniger Frust geschluckt. Das heißt, Sie sind auch überzeugt, dass trotz des vielen Geldes auch noch die Freiräume gibt, die einfach alternativ entstehen können, auch außerhalb des Systems, das auch hier sehr stark repräsentiert ist, oder? Ja, sicher. Die Frage ist, wo das Geld hängen bleibt und ob der einzelne Jugendliche wirklich für sein Selbstwertgefühl irgendwo von der Gesellschaft und von dem Geld, das unsere Gesellschaft sicher hat, profitieren kann und ihm das Geld auch wieder weiterbringen. Weil mit allein das Freizeitangebot, das ist sicher eine wichtige Sache, aber darüber definieren wir uns wahrscheinlich über kurz oder lang nicht, sondern es sind auch andere Dinge, die wir uns als Jugendliche oder in die Gesellschaft einbringen. Sie sind ja auch Vertreter hier von Jugendorganisationen, aber auch Jugendarbeiter, die in Jugendzentren arbeiten oder Streetworker waren. Vielleicht einfach auch an euch nochmal die Frage, trotz des vielen Geldes, weil ich denke, es wird hier keiner sagen, bitte gebt uns weniger Geld, trotz des vielen Geldes, wie kann das erreicht werden, was wir hier ja in der Diskussion anzustreben versuchen, nämlich den echten Freiraum zu lassen. Angesprochen, Andrea, auch Jugendkriegvertreter sind hier. Siamo solo i soldi, va bene. Ieri
iniziato con questi work tanti anni fa e adesso sto facendo, seguo il progetto come consulente, quindi dall'altra parte. E probabilmente chiuderà questo tipo di progetto a Bolzano, perché di fatto i giovani non ci sono in strada, o non ci sono più come c'erano 8 anni fa. Io sento parlare di spazi autogestiti, ma se non sono neanche in strada, ragazzi, ripeto, torno alla dimensione privata della ribellione. Io vedo che in questo momento la strada è uno spazio libero, prima ancora dell'autogestione, quindi dico, ok, gli spazi forse non riusciamo a prenderli perché siamo in stato di diritto. Non sta a me discutere se questo è un bene o un male, siamo in stato di diritto. La strada è di tutti, si può vivere in maniera positiva o negativa, in questo momento non è vissuta. Cioè a dire che non la vivono i giovani, ma non la vivono gli adulti. Io non posso imparare ad essere un animale sociale se non vedo i miei genitori parlare. Ed è quello che sta succedendo adesso ai giovani di adesso. Io, lavorando anche con gli adulti, ripeto, cambiamo un po' l'ottica, ho sempre più giovani che non sanno stare in compagnia, perché i loro genitori non sanno stare in compagnia. Ho sempre più giovani che non sanno ribellarsi, perché ho genitori che non sanno ribellarsi. Non sanno né comunicare, quindi penso che per ribellarsi prima bisogna ritornare a una forma di comunicazione un po' più intima, solidale e di conoscenza. Quindi credo che la strada sia un buon esempio. In realtà la sta occupando, in questo momento nella strada c'è lo spazio per il negativo. E anche questo pian piano inizia a scomparire, nel senso rischia di essere veramente peccato di nessuno. Io dico, nella mia esperienza il bello è che stiamo cercando di portare la gente, e quindi un intero quartiere, di nuovo in strada. In forma libera, perché in strada si è liberi, quindi stanno tornando anche i giovani che poi si esprimono nel loro modo, ma come si esprimono gli adulti, nel senso che la trasgressione fa parte sicuramente in maniera evidente del mondo adulto, ma vi assicuro che alcuni anziani con i quali lavoro sono altrettanto trasgressivi e talvolta sgradevoli, nel senso più esplicito del termine, quindi credo che insomma gli spazi ci siano, manca forse la forza un po' di compattarsi o trovare una via comune. Ja, ich glaube, er hat das also erstens, zum Beispiel, was den jetzt öfters der Alkoholismus erwähnt war. Ich glaube nicht, dass man sich nicht koordiniert eine Weise wundern kann, dass die Jugendlichen trinken, wenn man sich anschaut, was auf einem hier und einem x-beliebigen Volksfest mit den Erwachsenen passiert. Ich meine, die Jungen sind nach 12, glaube ich, vielleicht 3, wenn ich betrunken sind. Und das, deshalb denke ich, also, dass der Alkoholismus ist der Nachgang an der Jugend. Und darüber will man aber nie reden, zu dem. Und dann zweitens denke ich auch, das, was er sagt, also das ist doch meine Erfahrung als Dritterin gewesen, dass die Jugendlichen sind nicht auf der Straße. Und ich denke, das Problem ist eben, dass man wirklich davon ausgehen muss, was ist das Sinn der Jugendarbeit? Wollen wir mit Jugendlichen arbeiten, die kritisch denken, oder wollen wir mit Jugendlichen arbeiten, denen es schlecht geht oder denen geholfen werden muss? Und darauf muss die Jugendarbeit eine Lösung geben, und die kann man nicht immer mit Geld finden. Sondern? Ja, sondern zum Beispiel, wenn man zum Beispiel das Streetwork-Projekt, das gemacht wurde, bisher gemacht wurde, sie hatten wirklich keine grundlegenden Analysen des Territoriums zugrunde. Also schon Analysen, aber nicht da. Zum Beispiel das deutsche Streetwork geht von ganz anderen Standpunkten aus und verfolgt ganz andere Ansätze als das italienische Streetwork. Es hat eine total andere Geschichte, es hat total andere Grundsätze und es verfolgt ganz andere pädagogische Ansätze. Und das sind Wurzeln, deutschsprachige, italienischsprachige Jugendliche leben, nicht zusammenleben, sondern nebeneinander leben, die eigentlich ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen haben und ganz unterschiedliche überhaupt Jugenderfahrungen haben, sich an anderen Werten orientieren oder an anderen kulturellen Elementen. Das scheint nicht auf ins Streetwork-Projekt. Das wird nicht behandelt. Und eben, was die Frau vorhin angesprochen hat, dass das ethnische Zusammenleben oder Nicht-Zusammenleben, das ist ein großes Problem. Und über das immer noch total tabuisiert wird, auch in der Öffentlichkeit. Und ja, es gibt viel Geld, aber zum Beispiel im Streetwork-Projekt war wirklich zum Beispiel sehr viel Geld für Büromaterial vorgesehen. Und wenig für Geld für Projekte. Und ein Streetwork-Projekt für Büromaterial jetzt nicht unbedingt sehr oft brauchst. Und wenn du dann das Geld nicht ausgibst, dann bekommst du das nächste Jahr überhaupt nicht. Das ist immer das gleiche Problem. Das ist nicht nur bei Streetwork so, ist das so. Überhaupt nicht. Direi che quasi non c'è nessun comune che non abbia degli spazi o dei centri per giovani. Sono delle strutture molto costose.
Per far funzionare questi centri necessita assolutamente disporre di personale educatore, animatore. Sono delle persone che dedicano la propria vita per fare un certo lavoro e naturalmente devono essere pagati, non possono questi lavorare senza essere pagati. E questi sono molti sul territorio. E fatta questa premessa diciamo questo, soldi sì, però parliamo di volontariato. Nessuno qui ha parlato di volontariato, di ribellione, eccetera. I volontari sono i ribelli più grandi e fantasiosi che abbiamo noi in Alto Adige. Sono tante persone che dedicano spazio, proprie ore di vita ogni giorno per svolgere attività di volontariato fuori dei giovani, degli anziani, dei bisognosi e di tanta altra gente. E questi sono i veri ribelli, perché questi hanno dei grandi ideali che portano avanti. Naturalmente non possiamo pretendere che queste persone che già mettono a disposizione del proprio tempo, mettono a disposizione anche del proprio portafoglio. Ecco perché ci vogliono soldi. Ja, ich möchte ergänzen, also ich würde die nicht jetzt als Rebellen bezeichnen, aber wir haben da so viele unterschiedliche Vorstellungen immer noch, wer als Rebell zu bezeichnen ist und wer nicht. Also, trotzdem, ich möchte auch eine Lanze brechen, jetzt noch einmal für die Jugendarbeit. Also es scheint, es ist viel Geld, aber wir müssen bedenken, das sind Investitionen, das sind also Räume und das sind auch eben die Tätigkeiten, das heißt, sind die Personen, die bezahlt werden. Und sie arbeiten für Kinder bis herauf, also es sind ganz unterschiedliche Strukturen, werden da finanziert. Es sind ja nicht nur Jugendliche ab einem gewissen Alter, sondern es sind wirklich unterschiedlichste Projekte und Einrichtungen finanziert, auch Weiterbildungseinrichtungen. Also dass dieser auch eine Art Freiraum natürlich, die Jugendeinrichtungen existieren können. Und ja, und vielleicht die, um noch einmal zu sagen, die Plätze, die Jugendliche nutzen sollten oder können, es gibt nicht sehr viele, habe ich den Eindruck, also es gibt schon wenige. Der Platz ist in Südtirol etwas sehr Eingeschränktes und die Urbanistik ist sehr, es gibt viel verbauten Grund und wenig unverbauten und wenig, wie könnte ich sagen, auch, es hat alles eine Destination, ne? Und man kann sich den Raum, den es eigentlich braucht, nicht bestimmen, sondern es ist alles schon vorbestimmt, auch in der Urbanistik. Das wäre vielleicht auch einmal zu überlegen, ne? Dass man auch vorsieht, einmal eine Lücke zu lassen und zu schauen, was braucht die Bevölkerung dort. Und so würden auch noch mehr Freiräume entstehen, eben so die Aneignung und das wirklich sich erobern auch von Räumen. Und wenn sie, wenn Jugendliche dann in diesen öffentlichen Räumen sind, dann gibt es meistens eben auch Stunk und Probleme mit den Anrainern. Und ich denke, etwas, wovon wir heute nicht geredet haben, aber was unbedingt nötig wäre, es wäre einfach mehr Toleranz, mehr Offenheit auch der Jugend gegenüber, aber auch allem, was nicht so normal abläuft und brav und ungestört abläuft. Und das, glaube ich, ist auch ein, da ist Südtirol sehr, sehr offen für so Störfaktoren. Sì, trovo, volevo fare un piccolo, forse non da moderatore ma da intervento, non lo so, molto interessante questa piega che ha preso la discussione con l'intervento di Peter e anche lui che parlava delle figure grandi rivoluzionarie come persone di grande autostima, di grande sicurezza personale e della ribellione come il bisogno di essere riconosciuti, di essere visti. E in questo senso siamo tutti così, che mi viene in mente che non c'è nulla di più banale e di più comune che il bisogno di essere speciali, no? Tutti noi da quando nasciamo vogliamo essere visti dai genitori, quindi è interessante spostare il piano degli spazi, come dire, fisici, degli ambienti, agli spazi psicologici, agli spazi dei bisogni delle persone. Questo mi sembra fondamentale. Certo, i soldi sono importanti, dottor Rica, siamo d'accordo, e senza quelli non si fa molto, ma solo con quelli
d'accordo, no? Manca l'anno. Angelika Purcher und Thomas Kagerum, ein mit vielen, vielen Autoren, Autorinnen, ein Buch erarbeitet, unerhört. Das ist der Beginn eines Prozesses, der sich jetzt fortsetzt in einer Reihe von Diskussionen. Die erste Diskussion hat heute stattgefunden, Platz für Rebellen. Ich denke, was auch so die Intention von euch beiden war, sicher auch darüber sich Gedanken zu machen, welche Visionen haben wir eigentlich hier in Südtirol? Wir sind jetzt halt mal gestartet von jungen Rebellen. Wir sind uns nicht klar geworden, gibt es sie nicht. Wir sind uns auch nicht ganz klar geworden, wo ist dieser Freiraum, wie weit darf dieser Freiraum auch organisiert sein, wie viel darf dieser Freiraum auch kosten oder tötet Geld mehr diesen Freiraum. In einer Schlussrunde, bei einer Podiumsdiskussion sollte man immer auch eine Schlussrunde machen, wäre es einfach, oder wäre unsere Frage an euch einfach, was ist eure Vision, wenn ihr an Unerhört denkt, wenn ihr an Rebellen denkt, wenn ihr an Südtirol denkt, wenn ihr an auch das Geld denkt, weil auch mit 8 oder mit dieser genannten Ziffer kann man ja sehr viele Freiräume schaffen. Vielleicht sind bisher die falschen Freiräume geschafft worden, das stelle ich mal einfach in den Raum. Welche Visionen habt ihr für dieses junge Südtirol, das jetzt weitergehen sollte? Vielleicht Christoph, dass du beginnst? Ich möchte hier die Visionen, die ich im Artikel, im Buch behandelt habe, aufgreifen. Wir haben im März eine Jugendparty für schwule, lesbische, bisexuelle und transsexuelle Jugendliche veranstaltet. Dort waren 50 Leute dort. Wir haben uns ausgerechnet, dass es eher weniger sind und waren total glücklich, dass überhaupt 50 Leute zu uns gekommen sind. Jedenfalls braucht es meines Erachtens einen offenen Diskurs über gewisse Tabuthemen. Tabuthemen müssen in Südtirol vermehrt angesprochen werden. Es braucht eine größere, eine breitere Form von Öffentlichkeit, die sich nicht nur über eine Zeitung in Südtirol beschränkt, sondern die darüber hinausgeht. Themen müssen offen und ehrlich angesprochen werden und meine Vision wäre einfach, ich möchte einfach, wenn ich einen Freund habe, mit meinem Freund durch die Bozner Lauben gehen können, ihn küssen können, ihn an der Hand halten können, ohne befürchten zu müssen, dass ich jetzt von irgendwelchen Leuten blöd angeschaut werde, blöd angeredet werde, angepöbelt werde oder dass mir Ähnliches passiert. Das wäre meine Vision, mein Wunsch für die Zukunft. Mal sehen, ob das ich verwirklichen lässt. Ja, meine Vision ist eigentlich die, dass es irgendwann einmal in Bozen und in Südtirol ein wirklich funktionierendes Zusammenleben zwischen der deutschen und der italienischen Sprachgruppe geben wird. Und weil meines Erachtens das einfach die Grundvoraussetzung ist, dass überhaupt etwas in Bozen funktioniert auf der Ebene der Jugendarbeit. Ich finde es absurd, dass es so viele getrennte Institutionen gibt und man braucht sich wirklich nicht zu wundern, dass wenn diese Getrenntheit im Kindergarten anfängt, dass sie im Erwachsenenalter nicht aufhört. Und das ist meine Vision.